Wetterstürze mit eisigen Temperaturen und viel Neuschnee sorgen in den vergangenen zwei Wochen an der Großglockner Hochalpenstraße für Chaos. Sowohl von Kärntner als auch von Salzburger Seite wird die Schneeräumung in Angriff genommen. Die Schneewände entlang der Mautstraße sind derzeit bis zu 6 Meter hoch. Am Dienstagvormittag gelingt der Durchstich der Schneeräummaschinen beim Hochtor auf Salzburger Seite. Damit befreien die Räumtrupps die Straße vom Schnee. Die Verbindung wird Mittwoch für die Saison 2017 geöffnet und wieder für den gesamten Verkehr befahrbar.